noch ein Video machen, was ich alles in meinem Rucksack hatte. Das hier ist ein Scandica Outdoor, 65 bis 10 Liter. Ich habe den eigentlich ursprünglich gekauft, weil man den hier vorne schon aufmachen kann. Heute war das nicht so der Erfolg, weil ich eigentlich den Rucksack, um ihn hier aufzumachen, muss man ihn liegend haben. Das war heute nicht so der Kracher. Ja, einmal CD-Tab. Hab's gebraucht, muss nicht viel zu sagen. Eine Mütze, nass, muss auch nicht viel zu sagen. Mit allen möglichen Sachen, Pflaster, Hygienetücher, Nadelfaden, Tabletten, Taschenlampe, Kleinstuhl, Zahnbürste, Zahnpasta, Sekundenkleber und noch ein bisschen mehr. Hier ist mein Essen drin. Und hier ist mein Schlafsack. Das ist der Expat. Ich hab's vergessen. Der, wo man die Arme rausführen kann. Habt ihr in anderen Videos sicher schon gesehen. Unter anderem auch in den Videos mit Jörg. So. Hier. Yeah. Habe ich von Sea to Summit mein Kissen, mein Kopfkissen. Also so. Ist total cool. Schön weich, kann man ein bisschen variieren. Also richtig toll. Leider nicht gebraucht. So. ISO Fenster, Kfz-Windschutzscheibenmatte zum Unterlegen eventuell, habe ich gebraucht für den Helinox. Mülltüte zum zum Drauflegen vom Rucksack. Mein Müll, nicht der Papierkorb. Handschuhe, hab's gebraucht. Besteck, hab's gebraucht. Taschentücher habe ich nicht gebraucht. Anzündeholz habe ich nicht gebraucht. Taschenmesser habe ich nicht gebraucht. Poncho habe ich nicht gebraucht, zum Glück. 1 Liter Sprudelwasser. Ich bin gerade zurückgekommen. Ich muss nochmal was trinken. So. Halstuch. Kauf gebraucht. Eine Tasche noch. Nein. Da gucken wir mal. Zum Bauchsitzen. Das habe ich mir letztendlich auch in meinen Schlafsack genommen und habe meinen Hintern drauf gesetzt, drauf gelegt. Habe ich gebraucht. Super. Ganz, ganz, ganz leicht. Fließpulli. Habe ich heute Morgen gebraucht. Softshell. Habe ich auch gebraucht. Eine Winter-Jogginghose hatte ich heute Morgen angezogen, mal kurz. Paracord, 1 Liter Wasser für Suppe und so. Aber ihr seht, ich
habe noch massig Wasser über. Badeschuhe. Jetzt so Badeschuhe. Wenn man aus der, wenn man die Wanderschuhe ausgezogen hat und aus der Hängematte aussteigen will, um zum Beispiel nachts die Notdurft zu verrichten, da bin ich da rein. Also ich hatte zwar keine Notdurft, aber ich habe heute Morgen aber kurz gebraucht. Decathlon Hängematte, ganz ganz dünn, 400 Gramm, hab gebraucht. Schlafsack den ich als Underkilt provisorisch benutzt habe. Hier steht Limit 9 Grad. Die kann man wie eine Decke aufmachen, die habe ich einfach drunter gehangen. So um die um den Schlafsack herum, um die Hängematte herum. Mit solchen Leimzwingen. Wenn eigentlich benutzt, um das Hölzer zusammenzudrücken. Ist immer richtig gut dafür. Deshalb habe ich zu der Underkill-Sache später nochmal was. Wie gesagt, die 12 von den Limeswingen habe ich auch gebraucht. So. Erste-Hilfe-Pack. Habe ich zum Glück nicht gebraucht. Socken von gestern. Habe ich gebraucht. Langes Wechselfließ, habe ich nicht gebraucht. Lange Schlafanzughose, habe ich nicht gebraucht. Diese Straps für die Hängematte, die sind von Mosquito. Super top, absolut zu empfehlen. Ja, hier habe ich mein Primus Topf. Den habe ich heute nicht benutzt. Hier ist auch noch ein Müll. Brenner habe ich gebraucht. Gas habe ich gebraucht heute Morgen für Tee und für Suppe. Tatonka. Was ist Tatonka? Tatonka-Tasse habe ich auch gebraucht. Für die Suppe und für den Tee heute. Wie gesagt, das nicht. Ja, was dort? Nochmal. Absäge. Ein bisschen kaputt. Habe ich heute nicht gebraucht. Gamaschen. Habe ich gestern gebraucht. Helinox Ground Share habe ich gebraucht. Super Teile. Ich finde den größeren, also den Helinox Share One, besser. Der ist einfach zu tief. Erst recht, wenn man ein unebener Untergrund und mit viel Laub. Ansonsten super Teil. So, ich mache die Füße ein. Was habe ich hier noch drin? Nix. Hier. Der Mixader Bobo, der ohne den hätten wir keinen Spaß gehabt. Vielleicht hätten wir ein Lagerfeuer angehabt, aber der hat natürlich durch seine Struktur Stabilität geboten, um da die Äste vorzutrocknen und das Feuer zu machen. Also der hat ganz viel gebracht. Sieht leer aus, hier ist ein Taschentuch, Papier-Taschentücher drin, hier unten ist ein Regenschutz drin. Hier habe ich Watte, Pads mit Wachs beträufelt, die waren auch super. Viel geholfen bekommen. Thermometer, Kopfleuchte, Stirnleuchte, habe ich gebraucht.
gebraucht. Habe ich gebraucht. Habe ich gebraucht. Regen, gut. Habe ich nicht gebraucht. Pfefferspray. Habe ich nicht gebraucht. Was war's? Also, alles gebraucht. Mora, Night on Fire, Messer mit Feuerstahl, hab ich nicht gebraucht. Ich hab's Holzwerk benutzt. So. That's it. Hab das jetzt. Ich habe das jetzt kurz bevor ich die Schlafdecke und so ausbreite und austrocknen lasse, haben wir den Rucksack zusammen ausgepackt. Ich habe immer wieder gehört, was interessant ist, was haben die Leute im Rucksack, was haben sie tatsächlich gebraucht. Diesmal waren es 15 Kilo, das war schon viel. Also 15 Kilo zu tragen, bin ich schnell gegangen. Wir sind hin 12 Kilometer gegangen, wir sind zurück 10 Kilometer gegangen, habe ich jetzt einfach mal so überschlagen. Richtig schnell sind wir gegangen und das ist schon, ja, es geht, aber es könnte weniger sein. Ja. Der Rucksack hat allein schon ein Nettogewicht von 2,4 Kilo. Ich benutze sonst immer so ein Billig-Rucksack, da passen 50 Liter rein und 45 plus 5 Liter und der wiegt immer nur ein Kilo. Das sind schon allein, ist allein schon Gewinn von 1,5 Kilo. Ja, war eine schöne Tour heute, wir hatten glücklicherweise nicht so viel Regen. Also die Nacht hat geregnet, aber mit dem DD-Tag, da kann ja kaum was passieren. Ja, so viel zum Rucksack. Der Marc hatte nur seinen Wasserfilter dabei gehabt, den habe ich zu Hause gelassen, diesmal zu Hause gelassen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Axel.